So, hallihallo, es ist Donnerstag und ja, keine Ahnung, wie spät es ist, ich kann es gerade nicht lesen. Und meine Brille liegt draußen. Wir waren nämlich gerade wieder in der Sonne eine Stunde und richtig herrlich. Ja, Lebensfreude. Ich freue mich sowieso. Wir haben nächste Woche Mittwoch Termin bei dem Dr. Friedrich nach den Banerjee-Protokollen. Ja, ich freue mich total und bin sehr gespannt. Ich muss bis dahin noch ein paar Sachen aufschreiben, weil für die Behandlung setzt er voraus Informationen vom Patienten und hat da so eine Art Frageprotokolle. Und die muss ich noch bearbeiten und dass wir die dann ausdrucken können und mitnehmen können und so weiter. Ich freue mich total. Nächste Woche, Mittwoch geht's los. Ja! Und heute wieder schön in der Sonne gewesen, strahlend blauer Himmel und die Hundchens draußen und wir auf der Hollywood-Schaukel und schöne Rockmusik im Radio. Geil. Ja, also besser geht's nicht, oder? Ja, wobei auf der anderen Seite gibt es immer mehr unzufriedene Menschen und Svana meinte heute, der Erdmagnetismus der Erde nimmt ab und so weiter. Und ja, keine Ahnung. Wenn es so ist, dann wird es Auswirkungen haben. Aber ich glaube, wichtig ist, was in uns ist und was wir von innen nach außen holen. Und auch wenn nicht jeder sich jetzt in die Sonne legen kann. Du kannst in deinem Inneren immer noch gucken, für was du dankbar bist. Ich sage das Wort Dankbarkeit jetzt nicht so oft, sonst fange ich wieder an zu heulen. Ja, ich habe nämlich immer noch mit meinen Freunden zu tun, weil ich denen so total dankbar bin, dass die so lange zu mir stehen und sich immer noch erkundigen und an meiner Seite sind und so. Das ist der Wahnsinn. Das hat nicht jeder Mensch. Und gut, manche verlieren anscheinend ein bisschen das Interesse, weil es vielleicht nicht so spannend ist, weil ich immer noch lebe, keine Ahnung. Aber andere stehen dafür nach wie vor an meiner Seite und hinter mir. Und ja, da kann einem nur das Wort Dankbarkeit in den Kopf kommen. Was anderes geht da gar nicht. Und wenn du dir das überlegst, das ist schon wirklich ein bedeutender Punkt. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich lebe immer noch und ich freue mich darauf, wenn ich wieder ganz normal rumlaufe, wenn ich wieder ganz normal meinen Haushalt machen kann, in den Garten gehen kann und so weiter. Also ich freue mich da einfach drauf. Ich freue mich auf das Leben, in das ich wieder eintauchen werde. Und jetzt im Moment sieht es so aus, ich gehe an nur einer Krücke und teilweise auch ganz ohne. Also ich gehe alleine raus in den Garten. Und was heißt den Garten? Also bis zur Sitzecke, bis zur Terrasse. Und da steht ja die Hollywood-Schaukel und da kann man sich schön hinpflanzen und einfach genießen. Aber vor 2, 3 Wochen wäre das ohne Hilfe von Klaus gar nicht möglich gewesen. Also es geht schon. Und ich habe auch nicht mehr so diese Schwäche in mir. Ich merke auch nicht, wie die Energie runtergeht. Also völlig normal. Und ja, am Gandalf mache ich nachher weiter. Ach, und ich habe heute pH-Wert gemessen. Also super duper. Ich liege jetzt zwischen 7,0 und 7,5 irgendwo dazwischen. Also das ist schon mal richtig, richtig gut. Richtig gut. Schauen wir mal. Und nächste Woche Mittwoch geht es nach Alicante zum Arzt. Geil. Ich freue mich. Also, ich glaube, der Ralf sieht ja die Videos nicht, aber dem werde ich noch mal extra schreiben. Danke, danke, danke für den Tipp. Großartig. Vor allen Dingen, wenn das klappt und anschlägt und überzeugt, dann gibt es ja in unserem Bekannten- und Freundeskreis einige Leute, die das nutzen können und die gerade mit Krebs zu kämpfen haben und oder mit Tumoren und so. Und für die das eine echte Alternative ist, ja.
Schon von den Kosten her und so. Ja, also dann Magnesium, Prost, nach Robert Franz. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Der Klaus muss heute zur Probe. Und ja, und ich werde mich mit Gandalf vergnügen, mit seiner Nase. Und verabschiede mich jetzt. Habt einen schönen Tag und einen schönen Abend. Bis dann irgendwann.